Und Herren, es bedarf nur einer Zeitspanne von 4 Monaten und 9 gewählter Abgeordneter, dass Sie alle dem niedersächsischen Wähler beweisen, wie beliebig Ihre Politik ist und Ihr persönliches Verständnis von Demokratie. Sie erheben sich hier gemeinsam über den Wählerwillen von niedersächsischen Wählern, weil genau das ist der einzige Grund, warum meine 8 Kollegen und ich hier in diesem Gremium sitzen. Sie stricken in panischer Hast einen fehlerhaften Gesetzentwurf und es ist Ihnen auch nicht im geringsten peinlich, in trauter Einigkeit aller 4 Parteien, der Gar-GroKo, wie mein Kollege Klaus Wichmann eben so schön sagte, diesen Gesetzentwurf einzubringen und den Änderungsantrag dazu vorzuenthalten. Den haben wir eben hier am Tisch bekommen. Und das genauso ist es, das können Sie bei Ihren Kollegen nachfragen. Ohne jede fachlich saubere Vorarbeit, schreien Sie doch nicht so dazwischen, ich höre Sie ja, eine Beratung im Ausschuss, die diese Bezeichnung nicht verdient, das alles spielt für Sie keine Rolle mehr. Und warum? Um einen einzigen Vertreter einer Ihnen nicht gefälligen Partei in einem Stiftungsgremium zu verhindern. Sie setzen hier ein tolles, großartiges gemeinsames Zeichen, ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wie viel Angst müssen Sie vor uns haben? Wie viel Angst müssen Sie vor der AfD haben, dass Sie hier auf Gedeih und Verderb bereit sind, Regelungen außer Kraft zu setzen, die in diesem Haus seit Jahrzehnten Gültigkeit hatten? Sie sprachen über das Säen von Hass. Die einzigen Herrschaften, die hier Hass säen, sind Sie. Seit wir hier sitzen, gegen 9 gewählte Abgeordnete, eine inhaltliche Auseinandersetzung haben Sie mit uns noch nie gesucht. Und hier sitzt nicht Herr Höcke, hier sitzt nicht Herr Gauland. Hier sitzen schwer arbeitende Menschen, die ihre Steuern bezahlt haben, die ihre Kinder großgezogen haben und die jetzt aufgrund des Wunsches der niedersächsischen Wähler hier im Parlament sitzen. Und Sie können das nicht verhindern. Natürlich gibt es auch Rechte. Die Oppositionsrechte sind ja sehr gestärkt worden in den letzten Monaten hier. Gemäß Artikel 54 Nummer 3 der niedersächsischen Verfassung besteht ja das Recht einer Normenkontrollklage vor dem Staatsgerichtshof. Aber wir sind uns heute schon sicher, da man dafür ja ein Fünftel der Mitglieder des niedersächsischen Landtages braucht, werden Sie uns auch das verwehren, dieses Gesetz auf seine Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. Und damit verlassen Sie den Boden demokratischer Grundregeln, weil Sie nehmen uns dann das Recht, was jeder Bürger hat, das kleinste Recht in einer Demokratie, seinen eigenen Rechtsanspruch juristisch prüfen zu lassen. Meine Damen und Herren, das wird ein Pyrrhussieg für Sie. Sie können heute diese Entscheidung treffen, Sie können dieses Gesetz verabschieden. Der niedersächsische Wähler wird es Ihnen danken und wir freuen uns, dass Sie sich selbst die Maske der Demokratie, unter der Sie hier segeln, vom Gesicht reißen. Vielen Dank.